plötzlich kommen. Hier kam Airy raus, aus dem Haupteingang der Wachstube. An den Wachen im Erdgeschoss hatte er es schon vorbeigeschafft. Nun musste er sich völlig unauffällig benehmen, in aller Ruhe die Diensthandschuhe überstreifen, als wäre es für ihn das Selbstverständlichste, und dann langsam losgehen. Die Wache da drüben salutierte vor ihm. Er erwiderte den Gruß und ging die Rampe hinunter. Von da aus gelangen sie zu dem kleinen Tor, der Schwachstelle in den Sicherheitsvorkehrungen der Deutschen. Wir erreichten das Tor ohne Zwischenfälle, mal abgesehen davon, dass zwei deutsche Soldaten direkt hinter uns herkamen und mit uns über die Zugbrücke gingen. Dann öffneten wir das Tor, stiegen in den Schlossgraben hinab, der damals mit Schnee bedeckt war, und auf der anderen Seite wieder hinauf. In diesem Moment kam uns ein Soldat entgegen. Er war der Einzige, der uns gefährlich wurde. Er blieb vor uns stehen und sah uns an. Mein Freund Tony Lutein, der holländische Offizier, sprach sehr gut Deutsch. Er behielt die Nerven und fragte ihn ganz laut: Warum salutieren Sie nicht? Der Mann salutierte und ging davon. Ein sehr gefährlicher Moment. So schnell es geht, klettern Neve und Lutein über die Mauer und verschwinden im Wald. Doch bis in ihre Heimat ist es noch ein langer Weg. Ihre Flucht in die Freiheit hat gerade erst begonnen. Nun geht es darum, so schnell wie möglich neutrales Gebiet zu erreichen. Doch das ist fast 500 Kilometer entfernt. Zuerst müssen die beiden ihre deutschen Uniformen loswerden. Verkleidet als holländische Gastarbeiter ziehen sie weiter. Sie nehmen einen Zug in Richtung Schweiz. Als Neve und Lutein ihre gefälschten Papiere vorzeigen, reagieren die Grenzbeamten misstrauisch und verlangen, dass sich die beiden bei der Ausländerabteilung des Arbeitsamtes melden. Um nicht aufzufliegen, entwischen sie durch den Hintereingang. Im Schutz der Dunkelheit gelangen sie schließlich unbemerkt über die Grenze und betreten nach einer Nacht in eisiger Kälte Schweizer Boden. Neve lässt es sich nicht nehmen, von dort eine Postkarte an den Kolditzer Kommandanten zu schicken. Ihr Plan ist aufgegangen, die Flucht gelungen. Doch noch sind sie nicht in Sicherheit. Sie schlagen sich nach Genf durch und nehmen Kontakt mit Verbindungsmännern der Padline auf. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine geheime Fluchtroute durch Frankreich, die der Belgier Albert Gerys organisiert. Zum ersten Mal soll er Flüchtlingen aus der Schweiz heraushelfen. Ich erfuhr von zwei Personen, die in Genf warteten, weil sie über die Padline nach Frankreich kommen wollten. Ich kannte ihre Namen nicht. Bevor ich nach Gibraltar aufbrach, bat ich meinen Kollegen Louis Nouveau, das Bestmögliche für die beiden zu tun. Denn zu dieser Zeit hatten wir keine Verbindung zwischen der Schweiz und Marseille. Während ich in Gibraltar war, machte Louis Nouveau seine Sache sehr gut. Er dehnte die Fluchtroute entlang der Schweizer Grenze aus und übernahm die beiden Personen an einem Tag im April. Er organisierte ihre Reise von Annemasse, Annecy, Chambéry bis hinunter nach Marseille in seine Wohnung. Von Marseille aus werden Neve und Lutein an die spanische Grenze gebracht, wo sie mit weiteren alliierten Kriegsgefangenen zusammentreffen. Französische Bergführer geleiten sie durch die Pyrenäen. Ein anstrengender und gefährlicher Marsch. Im Mai 1942, vier Monate nach ihrer Flucht aus Kolditz, erreichen sie die britische Kronkolonie Gibraltar. Sie haben es geschafft.
Nach seiner Rückkehr nach England geht Neve zum MI9, einem Ableger des britischen Geheimdienstes MI6. Der hatte es sich zum Ziel gesetzt, abgeschossenen Flugzeugbesatzungen und Flüchtlingen zu helfen. Eine große Hilfe waren die Fluchtpakete, die mit der Post der britischen Kriegsgefangenen in die Lager geschmuggelt wurden. Die besten Ideen hierfür hatte der MI9-Mitarbeiter Christopher Hutton. Von ihm stammten viele raffinierte Gegenstände, die sich auf der Flucht als unentbehrlich erwiesen. Deutsches Geld wurde unauffällig in Spielplänen versteckt. Landkarten druckte man auf handtuchgroße Stoffstücke aus Seide. In Gürtelschnallen und Zigarettenanzündern verbargen sich kleine Kompasse. Sie waren oft die einzige Orientierungshilfe bei der Flucht querfeldein. Fellgefütterte Stiefel hatten Seitenteile, die sich leicht entfernen und mit wenigen Handgriffen in eine warme Weste umwandeln ließen. Übrig blieb ein paar fester Halbschuhe. Auch im Gefangenenlager von Schloss Colditz entstanden viele hilfreiche Fluchtutensilien. Metall wurde eingeschmolzen, um daraus Knöpfe und Schnallen für die nachgeschneiderten deutschen Uniformen anzufertigen. Ein Zahnarztbohrer diente zur Herstellung von Schlüsseln. Im Oktober 1942 hatte auch der Brite Pat Reed alles für seine abenteuerliche Flucht vorbereitet. Mit einer Säge, die man ihm heimlich zugespielt hatte, durchtrennte er die Gitterstäbe vom Fenster der Gefängnisküche. In einer waghalsigen Aktion kletterte er über die Dächer des Schlosses und schaffte es tatsächlich, sich unbemerkt an den Außenmauern hinunterzulassen. Er flüchtete mit drei Komplizen nach Süden und erreichte unbehelligt die Schweiz. Auch er konnte es sich nicht verkneifen, eine Nachricht an den Kommandanten von Colditz zu schicken. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, eine Karte zu schicken, sobald ich über der Grenze war und ein Postamt gefunden hatte. Darauf stand in etwa: Wie schade, dass Sie nicht hier sind und die verschneite Schweizer Landschaft genießen können. Sowas in der Art. Er hat sie wirklich bekommen. Andere Fluchtversuche waren noch spektakulärer. Peter Allen verließ das Lager auf einem deutschen Lastwagen. Versteckt in einer Strohmatratze. Kaum bequemer dürfte es Dominic Bruce gehabt haben, ein Offizier der Royal Air Force. Er ließ sich in einer nur einen Quadratmeter großen Kiste des Roten Kreuzes aus Colditz schmuggeln. Michael Sinclair unternahm gleich drei Fluchtversuche. Sein zweiter, gemeinsam mit Lieutenant Jack Best, ging völlig daneben. Wir durchtrennten zwei Gitterstäbe vor dem Fenster. Dann haben wir ein 20-Meter-Seil hinabgeworfen, an dessen Ende eine Aktentasche hing. Als nächstes ein 7-Meter-Seil für die letzten Abseilmeter. Mike seilte sich zuerst ab, ungefähr 10 Meter. Dabei ist er dummerweise gegen die Balustrade gestoßen. An der hing eine Glocke, die die Wachen benutzten, wenn die Tür zur Wachstube geöffnet werden sollte. Wir hatten das leider nicht bemerkt. Als ich mich hinunterließ, hörte ich, wie die Tür aufging. Sie glauben nicht, wie schnell mich die Leute im Schloss wieder hochgezogen haben. Bei seinem dritten Ausbruch kam Sinclair ums Leben. Er wurde von den Wachen bemerkt und erschossen. Zu dem verrücktesten Fluchtversuch sollte es zum Glück nicht mehr kommen. Die britischen Gefangenen bauten ein Segelflugzeug mit 10 Metern Spannweite. Damit wollten zwei von ihnen in die Freiheit entschweben. Die Idee dazu hatte Lieutenant Bill Goldfinch. Der Test mit einem Modellflugzeug, das er vom Fenster seiner Zelle startete, verlief ziemlich vielversprechend. Kenneth Lockwood sah den Gleiter landen. Ich war gerade mit dem deutschen Lageroffizier Pupke im Gefängnishof. Er hat den Flieger bemerkt und gemeint,
Er sei froh, dass sich die Gefangenen mit etwas Sinnvollem beschäftigen, anstatt Fluchtpläne zu schmieden. Ich gab ihm recht. Mit selbstgemachtem Werkzeug montierten die Männer das Segelflugzeug heimlich aus Bodendielen, Schrankrückwänden und Bettlaken. Sie versteckten es vor den Augen ihrer Bewacher auf dem Dachboden des Schlosses. Nachdem es fertig war, musste noch entschieden werden, wie es den nötigen Startschwung bekommen sollte. Das Segelflugzeug sollte vom Speicher aus starten, aus dem wir eine Wand herausbrechen wollten. Mit Gummibändern, die wir aus den Blasen von Fußbällen anfertigen wollten, sollte es ins Freie katapultiert werden. Oder wir hätten eine schwere Badewanne am Flugzeug befestigt und runtergeworfen, damit es richtig Schwung bekommt. Erstaunlicherweise ist das Segelflugzeug nie entdeckt worden. Heute steht es im Fluchtmuseum von Schloss Colditz und zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Am 16. April 1945 nahmen US-Truppen die kleine Stadt am Fuß des Schlosses ein. Sie wussten nicht, dass dort oben alliierte Kriegsgefangene interniert waren. Um ein Haar wären alle ums Leben gekommen. Sie hatten den Befehl, das Schloss bis auf die Grundmauern zu zerstören. Zum Glück war einer der Soldaten besonders aufmerksam und sah die französische Trikolore und den britischen Union Jack an den Fenstern flattern. Sie schnappten sich einen Jungen und fragten ihn, wer da drin sei. Er erzählte ihnen, das Schloss sei voll mit britischen und französischen Kriegsgefangenen. Noch am gleichen Tag wurde Schloss Colditz gestürmt und die Gefangenen befreit. Sie hatten 300 teils abenteuerliche Fluchtversuche unternommen. 60 alliierte Offiziere konnten aus dem scheinbar ausbruchssicheren Sonderlager entkommen. 31 kamen durch. Nichts und niemand hatte sie von ihrer Rückkehr nach Hause.